Das mittelalterliche Burgenaufbau- und Wiedereinreißspiel Stronghold 3 mischt wie seine Vorgänger klassische Aufbauspielelemente mit Burgenbau, Angriffen und Abwehrgefechten. Der Aufbaupart ist dabei klassisch simpel. Wir errichten verschiedene Nahrungsmittellieferanten wie Obstgärten oder Käsereien. Wie bei der Anno-Serie, nur viel simpler, müssen wir die Zufriedenheit unserer Bewohner im Auge behalten. Wenn sie genug und abwechslungsreich zu futtern haben, genug Wohnraum und vielleicht noch Gottesdienste, dann ist die Stimmung Töfte und neue Bürger strömen zu uns. Weitaus dramatischer ist der Kampfanteil des Spiels. Hier sollen wir in einer historischen Belagerung eine Burg verteidigen. Das machen wir mit allen Mitteln, inklusive fieser Tricks wie am Boden verteilte Pechpötte, die wir mit Brandpfeilen, na, Sie wissen schon. Zwei lange Kampagnen gibt's, eine mit militärischem Schwerpunkt, eine mit Fokus auf der Wirtschaft. Beide werden allerdings mit solchen hässlichen Zwischensequenzbildchen illustriert. Die wirre Geschichte um einen Rachefeldzug kapieren aber selbst Stronghold-Veteranen kaum. Er bat um eine Armee, um den Jungen zu töten. Das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Burgenbau funktioniert generell gut. Wir müssen immer schauen, dass wir beides in Gang halten. Die Steine hier können wir beispielsweise in neue Wirtschafts- oder Stadtgebäude investieren oder in Burgmauern. Aber gerade die Burgmauern machen uns zu schaffen. Der Mauerbau funktioniert nämlich extrem fummelig oder gar nicht. Gerade kleine Lücken sind sauschwer zu schließen, wenn überhaupt. Immer wieder konnten wir beim Testen keine Treppenstücke setzen, sodass die Mauern umbenannt bleiben mussten. Das ist an einem Burgbauspiel natürlich katastrophal. Dabei ist das grundlegende Spielprinzip eigentlich unkaputtbar. Vor allem, wenn ein Plan funktioniert. Hier platzieren wir zum Beispiel Menschenfallen auf dem Anmarschweg des Computergegners und reiben uns schon mal die Hände. Der Gegner rollt an und wir reiben uns nicht nur die Hände, sondern auch die Augen. Was machen denn die Katapultmannschaften da? Die rollen tatsächlich bewegungslos mit ausgestreckten Armen an die Front. Diesen Bug haben wir Jesus-Bug getauft. Er trifft vor allem nach dem Laden von Spielständen auf. Die KI ist allerdings auch nicht die pfiffigste. Der einzig überlebende Schützentrupp brennt treu doof in unsere Abwehr. Technisch hinkt das neue Stronghold aktuellen Spielen meilenweit hinterher. Das wäre gar nicht mal so schlimm. Allerdings ist Teil 3 wahnsinnig bugverseucht und die Bedienung ist katastrophal. Bei diesem Angriff versuchen wir zum Beispiel, mit unseren roten Truppen durchs offene Tor in die Feindburg zu gelangen. Stattdessen hacken sich die dämlichen Jungs durch die Mauer. Und warum? Weil das Tor zwar offen aussieht, es programmtechnisch aber für uns geschlossen ist, während der Gegner durchmarschieren kann. So etwas passiert hier laufend. Dieser Abreißbug hier ist dagegen noch ganz lustig. Bogenschützen purzeln zu Tode, wenn wir ihnen das Burgtor unterm Hintern wegziehen. Das ist okay. Aber dass die benachbarten Lanzenträger danach in der Luft schweben und erst unter Beschuss oder bei eigenen Angriffen abstürzen, das ist dämlich. Wenn ein Spiel wahnsinnig viel Potenzial hat, aber dermaßen schludrig zusammengeschustert wird, dann ärgert das so richtig. Gerade die alten Strongholds haben ja bewiesen, dass es nicht auf Top-Grafik ankommt, um ein tolles Spiel zu bauen. Auch Stronghold 3 hat immer wieder spannende, tolle Momente. Die Sekunden später zerplatzen, wenn unser genialer Angriffsplan an der extrem fummeligen Bedienung und starrsinnigen Einheiten scheitert. Oder wir eine winzige Lücke trotz Steinüberschuss und noch weit entfernten Feind nicht mehr schließen können, weil das Programm muckt. Dabei sehen Sie hier schon den ersten Patch im Einsatz, der immerhin schwere Bugs wie das Feststecken eigener Einheiten in Toren und Breschen behoben hat. Trotzdem lassen Sie die Finger weg, solange hier nicht ordentlich nachgebessert wurde. Wenn das überhaupt noch passiert.